Adduktoren, also die innere Oberschenkelmuskulatur trainieren wollt, bewegt ihr zuerst die Beinauflage nach außen mit Hilfe des Hebels. Passt das an einer Stelle ein, wo es für euch noch angenehm ist. Ja, also das hängt natürlich jetzt von eurer persönlichen Dehnbarkeit ab. Und dann geht's los. Ihr drückt das Gewicht nach innen, also ihr schließt dabei die Beine. Ja, wieder eine langsame, kontrollierte Bewegung. Das bedeutet, das Gewicht nicht ganz absenken, immer leicht schweben lassen. Und wenn ihr jetzt die äußere Oberschenkelmuskulatur trainieren möchtet,